Herzlich willkommen hier bei der 12-teiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Heute geht es im dritten Teil um das Thema Minitage. Weshalb ist der Minitag nun so wichtig? Nun, in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen ihre Zeit gestaltet und organisiert bekommen von anderen Menschen. Wenn du zur Schule gehst, kriegst du einen Stundenplan, später Ausbildungspläne und dann Dienstpläne. Und wenn du dich selbstständig machen willst oder wenn du die Zeit neben deiner Arbeit sinnvoll gestalten möchtest, ist dann niemand mehr, der dir Vorgaben macht. Es liegt also an dir, hier einen sinnvollen Weg zu finden. Die Herausforderung ist aber, dass viele Menschen, die sich selbst ihre Ziele setzen und auch eingeladen sind, ihre Zeit selbst zu gestalten, morgens aufstehen und einen großen Berg an Aufgaben vor sich sehen. Und jetzt kommt etwas Schwieriges, etwas Komplexes, nämlich aus diesem Haufen von Aufgaben die richtigen, die wichtigen Aufgaben zuerst herauszusuchen und danach erst die weniger wichtigen zu machen. Das Problem ist bei fast allen Gründern, Unternehmern, auch bei mir selbst, ist, dass genau diese wichtigen Aufgaben, die zuerst erledigt werden sollten, selten am meisten Spaß und Freude machen. Meistens sind es die weniger wichtigen oder weniger dringenden Aufgaben oder vielleicht die Ablenkungen, die einem gute Gefühle geben. Und wenn der Tag nicht so strukturiert und gestaltet ist, dass die wichtigen Aufgaben erledigt werden, dann bleiben sie liegen. Und wenn das Wichtige liegen bleibt und die richtigen Dinge nicht richtig erledigt werden, dann bleibt auch der Umsatz liegen. Wenn der Umsatz liegen bleibt oder Meldepflichten, dann ist deine Firma schneller zu, als du sie vielleicht eröffnet hast. Das bedeutet also, du brauchst ein Schutzsystem, du brauchst ein Ordnungssystem, mit dem du die Aufgaben, die vor dir liegen, die auf dich reinprasseln, schnell verteilt werden können. Stell dir das so vor, als wenn die Post reinkommt und du hast 10, 20 Mitarbeiter, dann wird die Post genauso wie der Briefkasten im Hochhaus in die einzelnen Postfächer verteilt. Und genauso wie du diese Postfächer im Hochhaus hast oder im Büro dann die Mitarbeiterfächer, genauso brauchst du auch Aufgabenfächer in deinem Tag. Und diese Aufgabenfächer heißen Minitage. Es sind Timeslots, die sich die gesamte Woche oder zumindest an diesen Montagen oder Dienstagen oder Freitags immer Finanzbuchhaltung durch das gesamte Jahr durchziehen. Was ist nun der Vorteil? Wenn du beispielsweise mit mir einen Termin machen möchtest, dann weiß ich, dass ich immer Donnerstag 12, 14 und 16 Uhr Timeslots habe, Minitage habe, um mit dir einen Termin zu vereinbaren. Montag wird es nicht gehen, Dienstag wird es nicht gehen, Freitag wird es nicht gehen. Es geht nur donnerstags an diesen drei Zeitslots. Das hat den Vorteil, dass ich wesentlich schneller erstens mit dir einen Termin diese Woche, nächste Woche oder übernächste Woche machen kann. Auch wenn du in 3 Monaten einen Termin möchtest, weiß ich, in 3 Monaten, Donnerstag um 12, 14 oder 16 Uhr, können wir einen Termin machen. Der viel größere Vorteil ist aber, dass die anderen Minitage, wo ich beispielsweise konzeptionelle, strategische Arbeit mache, Planungsarbeit, Kennzahlenanalyse, Controlling mache, Finanzbuchhaltung mache oder Planungsmeeting, beschützt bleiben. Denn auch für die anderen Aufgabenarten, die ich gerade genannt habe, ob Schriftverkehrs, Erledigungen oder Planungstreffen, gibt es Minitage, die eine andere Farbe oder einen anderen Zahlencode haben. Und wenn ich diesen Zahlencode kenne oder diese Farbe sehe in meiner Wochenplanung, wo andere Minitage auch vergeben sind, dann werde ich eben an diesen Zeitfenstern, an diesen Minitagen keinen Termin mit dir machen. Ich beschütze also alle Aufgabenarten in meinem Alltag als Unternehmer. Und dieses Minitagssystem, dass du also deinen Gesamttag oder deine 7 Tage in der Woche unterteilst in Minitage, das hilft dir nicht nur beim unternehmerischen Erfolg. Denn klar brauchst du als Selbstständiger Zeitfenster fürs Telefonieren, für E-Mails, für Rechnungseingang, Überweisung, Finanzbuchhaltung. Du brauchst aber auch Zeitfenster für operative Arbeiten, Contentproduktion, Recherche, Angebot schreiben. Du brauchst Zeitfenster, um dich mit Menschen zu treffen, zu planen, zu kontrollieren. Aber auch im Privaten, in den anderen Lebensbereichen, brauchst du Zeitfenster, um einkaufen zu gehen, um zum Arzt zu gehen, um Sport zu machen, um sich mit deinem Freund zu treffen, mit der Familie zu treffen, Weiterbildung zu machen und dich zu erholen. Erst wenn du deine 168 Quadratmeter deines Zeitgartens tatsächlich auch unterteilt hast im Minitage, dann hast du erst die Garantie, dass du die nächsten 52 Kalenderwochen auch tatsächlich das machst, was gemacht werden solltest. Wenn du das nicht tust, bist du anfällig für Störungen von außen, von Ablenkung von außen, aber auch durch Ablenkung von innen, dass du schöne Gefühle dir holen willst, indem du schnell mal 2 Stunden im Internet surfst, indem du schnell mal ganz was anderes machst, als was du eigentlich machen wolltest. Also schütze deinen Tag, indem du diesen Tag unterteilst in Minitage. Der kann wie folgt aussehen. Du beginnst morgens beispielsweise mit Weiterbildung.
Das heißt, eine halbe Stunde systematisches Lernen auf deinen beruflichen Alltag ausgerichtet. Dann sichtest du vielleicht deine E-Mails eine weitere halbe Stunde und beantwortest sie. Dann hast du vielleicht Telefonzeitfenster und rufst ein oder zwei Stunden Kunden, Interessenten, Geschäftspartner oder Lieferanten an. Dann als nächstes wirst du feststellen, wie dein Kontoeingang ist. Wirst vielleicht ein bisschen Finanzbuchhaltung machen, zwei, drei Rechnungen schreiben. Dann entwickelst du den nächsten Text oder dein nächstes Angebot für den Interessenten, wo du noch den Auftrag ausstehend hast. Dann triffst du dich zum Mittag mit deinem Geschäftspartner, mit Interessenten. Dann wirst du einige E-Mails vielleicht schreiben, Telefonate durchführen und abends ein Meeting besuchen. Und so kannst du dir entweder alle 5, 6 Tage in der Woche gleich im Mittagszeitsystem gestalten oder du kannst für jeden Tag, zum Beispiel montags Bürotag, dienstags ist Akquisetag und Mittwoch beispielsweise machst du Erledigung und Donnerstag Finanzbuchhaltung und Freitag beispielsweise Meeting oder Weiterbildung. Du kannst also spielen und selbst herausfinden, wie deine Woche optimal gestaltet wird. Und was dir dabei hilft, ist die Unterteilung der Tage in Minitage. Morgen geht es weiter mit dem vierten großen Fehler. Und ich lade dich ein, jetzt den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und vor allem die Glocke zu betätigen. Dann bekommst du Info, wenn der vierte Teil veröffentlicht wird. Dein Daniel Schäfer.